Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Orchestersaal der Hochschule für Musik Nürnberg zum vierten Gemeinschaftskonzert der drei bayerischen Musikhochschulen. Nach den letzten Jahren in Würzburg und München sind wir nun bereits zum zweiten Mal Gastgeber und sind darauf besonders stolz, diese Reihe fortführen zu können und hier nun auch schon die Frage und auch die herzliche Bitte, ob wir das dann nächstes Jahr bitte wieder an einer anderen Hochschule machen können. Wir wissen den organisatorischen Aufwand, genießen das heute in diesem Abend, aber freuen uns dann auch, wenn wir nächstes Jahr Gast in einer anderen Hochschule sind. Liebe Präsidenten von München und Würzburg, ihr könnt euch das dann gerne aussuchen und später ausschnapsen. Sie hörten zum Auftakt Heinrich Schütz. Nun danket alle Gott, eine doppelchörige Motette, besetzt mit den Studierenden aller drei Musikhochschulen unter Leitung von Professor Alfons Brandl. Bei dieser Gelegenheit auch ein kurzer Hinweis, dass Sie auf YouTube bei den Credits, wenn Sie runterscrollen, das detaillierte Programm dieses Abends mitverfolgen können. Wir haben den Luxus eines gedruckten Programms und ich lese daraus noch mal kurz vor, auch die Kompositionsdaten, alles um 1650, um den 30-jährigen Krieg und komme dazu auch schon zum diesjährigen Motto dieses Gemeinschaftskonzerts. Das lautet nämlich Aufbruch. Aufbruch aus Krisen, da entsteht Neues, entstehen gesellschaftliche Umbrüche. Doch was muss man dafür tun, um so einen Aufbruch und diese positive Entwicklung nach einer Krise erreichen zu können? Krisen bringen nämlich auch Verzweiflung, Resignation, aber auch Humor und Dank. Und das Gefühl der Dankbarkeit möchte ich jetzt in den Mittelpunkt stellen, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Sie können das dann auch selber gleich ausprobieren. Man kann nicht frustriert sein und gleichzeitig dankbar. Das heißt, im Gegenzug, überlegen Sie sich drei Dinge, auf die Sie dankbar oder für die Sie dankbar sein können, und Sie werden einen angenehmen Abend verbringen und ohne Frust, ohne Traurigkeit in den Abend gehen können, ohne Schmerz, sondern konzentrieren Sie sich auf die Dankbarkeit. Ich konzentriere mich jetzt nicht auf drei Dinge, sondern auf drei Personen, denen ich ganz besonders danken möchte. Und das sind unsere lieben Kolleginnen und Kollegen aus München, Nürnberg und Würzburg. Ganz voran die eigentliche Gastgeberin heute, Frau Professor Susanne Kelling. Liebe Susanne, ich danke dir ganz herzlich für dein Engagement in der Organisation dieses Konzerts. Aber nicht minder danken möchte ich der lieben Frau Professor Christine Schornsheim aus München und dem lieben Kollegen Professor Martin Hummel aus Würzburg. Stellt euch den Applaus vor, an den Bildschirmen wird es jetzt gerade toben. Der gilt ganz besonders euch. Nur ihr wisst,
Wir wissen es ansatzweise, wie viel Aufbau und Organisation für so einen Abend, Koordination zwischen den drei doch auch sehr individuellen Hochschulen, wie viel da notwendig ist. Zusätzlich danken möchte ich aber auch dem Organisationsteam hier vor Ort, ganz allen voran Anna Körber, Andreas Breu und Professor Toni Hinterholzinger, die quasi für alles, für die Technik, für die gesamte, auch danach unseren kleinen Umtrunk, den wir übrigens nach innen verlegt haben. Ursprünglich war er außen geplant. Wir wollen aber vermeiden, dass bei diesem schlechten Wetter dann morgen alle mit Schnupfen dastehen und mit Symptomen in Quarantäne sind. Ich möchte aber auch danken Kerstin Feige, Lukas Jubel, Lukas Kraus, unserer studentischen Hilfskraft, der heute eine Monsterarbeit erledigt hat und den ganzen Laden am Laufen gehalten hat. Ohne euch, ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Und mit diesem angenehmen Gefühl der Dankbarkeit freue ich mich jetzt auf einen sehr, sehr schönen, abwechslungsreichen Konzertabend zum Thema Aufbruch. Und somit komme ich auch zum nächsten Programmpunkt. Johann Erasmus Kindermann, Gott sei gedankt, der Fried steht noch, für Tenor, zwei Violinen und Basso Continuo, gestaltet von Studierenden der Hochschule für Musik und Theater in München. Wie auch schon das Auftaktstück sind beide Kompositionen zur Zeit, als ich schon gesagt habe, des 30-jährigen Krieges entstanden. Dazu kamen auch noch zwei Pestepidemien. Da können wir ja jetzt auch mitfühlen, wie sich da einfach auch die Gesellschaft verändert und wie sich das Leben rundherum gestaltet. Und wir können uns nur annähernd vorstellen, in was für einem katastrophalen Zustand damals die Bevölkerung gelebt haben muss. Und da ist es auch kein Wunder, dass dann in diesen Kompositionen nicht nur der Dank klar herauskommt, sondern auch die Sehnsucht nach Frieden und Erlösung. Und genau in diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Vergnügen mit dem Gemeinschaftskonzert der drei bayerischen, das wollte ich gerade sagen, der vier bayerischen Musikhochschulen zum dritten Konzert. Es ist genau andersrum. Und nun zum nächsten Programmpunkt. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in Nürnberg hat alles seinen Anfang genommen, vor 3 Jahren, 2019, mit dem ersten Gemeinschaftskonzert der 3 Bayerischen Musikhochschulen. Rainer Kotzian hat es ja gesagt, wir starten heute den 2. Zyklus und natürlich werden wir diesen Zyklus weiterführen. Auch wenn der heutige Abend auf dem brüchigen Eis steht, den uns die Pandemiesituation bereitet, er findet doch statt. Und das ist auch uns als Hochschulen ganz besonders wichtig. Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass wir nicht einfach absagen. Wir wollen zum Ausdruck bringen, die Kontinuität unserer Zusammenarbeit, die Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit der Musik. Und das kann man nicht einfach verschieben. In den letzten 2 Jahren wurde einfach zu viel auf die Zukunft verschoben, ganz besonders in Kunst und Kultur. Eigentlich war das Konzert heute Abend geplant, auch als ein Zeichen für einen hoffnungsvollen Neustart nach dem Ende einer für viele Menschen sehr belastenden Zeit. Hier war der Wunsch Vater des Gedankens. Noch ist es zu früh, um durchzuatmen, um aufzuatmen. Das Programm des Konzerts hat sich weiterentwickelt und spiegelt, wie ich meine, in ganz besonders plastischer Weise in seiner grandiosen Vielfalt die Situation wieder, in der wir uns befinden, zerrissen zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Ermüdung, Ernüchterung und neuem Mut. Wir sind noch in tempore belli, wenn ich jetzt an die beiden gerade gehörten Stücke denke. Das Coronavirus ist noch nicht besiegt. Trotzdem gewinnen wir Stück für Stück auch unsere Lebensfreude und Zuversicht zurück. Und wir haben die Perspektive, dass wir die so schmerzhaft erlebte Einschränkung unserer Gestaltungshoheit über unser Leben und auch über unsere Kunst durch Aktivitäten wie das heutige Konzert allmählich zurückgewinnen. Einen großen und herzlichen Dank auch von meiner Seite nochmal an alle Mitwirkenden, an alle, die das Konzert vorbereitet haben und ermöglichen. Unser Konzert verschreibt sich ja dem Thema des Aufbruchs und hoffentlich erfasst Sie alle dieses wunderbare Gefühl. Lassen Sie sich dazu inspirieren. Die 3 Bayerischen Musikhochschulen arbeiten in enger Partnerschaft zusammen für gute Musikausbildung und für ein wieder aufblühendes Musikleben in der Zukunft. Und jetzt bitte ich meinen Würzburger Kollegen Christoph Wünsch auf die Bühne. Lieber Christoph. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und eventuell auch Zuschauer, auch von Würzburg ein herzlicher Gruß aus dem Nordwesten Bayerns. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Hochschule für Musik Nürnberg, lieber Präsidentenkollege Professor Kotzian, lieber Rainer, ganz herzlichen Dank für diese Einladung heute. Auch ich drücke unsere Freude aus, dass wir in Präsenz zusammenkommen können, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen das Konzert hier aber aufführen können. Für das heutige Konzert wurden 3 Kompositionsaufträge erteilt und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diese anmoderieren zu dürfen. Die Vorgabe, das Motto hierfür war Reflexionen zu Corona. Reflexion 1 hören wir jetzt gleich im Anschluss. Die Komposition mit dem Titel Atmen für 3 Atmende von Dominik Vogel aus der Hochschule für Musik Nürnberg. Komponiert nach einem Gedicht aus den Sonetten an Orpheus von Rainer Maria Rilke. Die Initialzeile des Gedichtes lautet Atmen, du unsichtbares Gedicht. Nach dem Quartettsatz von Haydn hören wir Corona-Reflexion 2. Mit dem Titel Capriccio für Klavier von Johannes Obermeier aus der Hochschule für Musik und Theater München. Capriccio schreibt sich hier mit 3 großen C und auf die beiden mittleren reflektiert der Werkkommentar. Die beiden C stehen für Corona,
aber auch für den Ton C. Vielleicht steht das dritte ja für Capriccio. Ein weiteres metaphorisches Zitat aus dem Werkkommentar: Erst das Ende schafft die Befreiung vom ewigen C. Vor dem Jazz und der Operette folgt Corona-Reflexion Nummer 3. Titel Kein Licht für Sopran und Bassflöte von Romeo Wex aus der Hochschule für Musik Würzburg. Der Komponist hat den lyrischen Gesangstext selbst geschrieben und kommentiert sein Werk, sicher auch vor dem gedanklichen Hintergrund der Pandemie. Die Protagonistin reflektiert über die fortschreitende Entfremdung des Menschen untereinander, der Menschen untereinander, sowie die sukzessive Abkopplung des Individuums von der Gesellschaft. Auch von mir ein ganz großer Dank an die drei Kolleginnen, Vizepräsidentinnen und Vizepräsident. Jetzt beginne ich im Süden. Professor Christine Schornsheim aus München, Professorin Susanne Kelling aus Nürnberg und Professor Martin Hummel aus Würzburg. Ganz herzlichen Dank für diese vierjährige konstruktive und kreative Arbeit. Und schließlich darf ich zum Schluss auf die, auf die Einleitung von Kollege Kotzian zurückkommen. Wir wollen gerne für das nächste Jahr nach Würzburg einladen. Also Februar 2023 findet das nächste Gemeinschaftskonzert in der Hochschule für Musik Würzburg statt. Ich freue mich dort auf ein Wiedersehen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. To
Im folgenden Teil hören Sie die französische Chanson La Nuit froide et sombre, in der Orlando Di Lasso musikalisch den Weg von der dunklen Nacht zum lebensfrohen Tag beschreibt. Die Musik zeichnet zu Beginn die Ruhe der Nacht in homophonen Akkorden und im letzten Teil der Chanson die Farbigkeit des beginnenden Sonnenaufgangs und damit des neuen Tages mit einer schillernden Polyphonie. Die Nacht, kalt und dunkel, bedeckt mit undurchdringlichen Schatten die Erde und den Himmel. So sanft wie Honig lässt sie den Schlaf in die Augen fließen. Doch am nächsten Tag zur harten Arbeit breitet sie ihren Glanz aus und bedeckt und gestaltet mit schillernden Farben dieses große Universum. Das zweite Stück, Joseph Haydns Streichquartett Opus 76 Nummer 4, das im Jahr 1797, etwa zeitgleich mit der Arbeit am Oratorium Die Schöpfung, entstand, erhielt seinen Beinamen Sonnenaufgangsquartett wegen seines ungewöhnlichen Anfangs, bei dem sich die erste Violine über einem liegenden Klang zweimal in langer Linie nach oben schwingt. Wie in Lassos Chanson lebt auch dieses Werk von dem Gegensatz Ruhe und Bewegung. Und somit passt es perfekt zu unserem Thema Aufbruch. Viel Freude damit. Thank you.
Thank you.
Zwischen den zwei Weltkriegen war auch bei den europäischen Komponisten vieles im Auf- und Umbruch. Die einen wussten nicht, ob sie die Spätromantik noch einmal verlängern sollten. Die anderen orientierten sich an der Askese der strengen Zwölftonlehre von Jesus Schönberg und seinen Jüngern Berg und Webern. Einige, besonders außerhalb Deutschlands, ließen sich von den Einflüssen des Dadaismus und des Jazz zu ungewöhnlichen Formaten inspirieren. Ein solches Werk schrieb der tschechische Komponist Bohuslav Martinů, der eigentlich nur für ein dreimonatiges Stipendium Paris besuchen wollte, aber dann doch 17 Jahre in der französischen Hauptstadt lebte und arbeitete. Im Jahr 1928 gelang ihm mit dem 20-minütigen Ballett La Revue de Cuisine, die Küchenrevue, der Durchbruch an der Seine. Der Zeitgeist der 20er ist in diesem spritzigen, viersätzigen Werk für 6 Instrumente zu einem abwechslungsreichen französischen Gericht zusammengerührt. Wir hören und sehen daraus Prolog und den hochironischen Charleston mit einer Stilvielfalt sondergleichen. Da riecht es nach Aufbruch und Freude, nach Tanz und Paris, fernab verstaubter Theorie und mörderischer Ideologie. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen nun noch zwei der folgenden Stücke vorstellen, diesmal aus dem Bereich des Jazz. Das erste Stück, was nun folgt, ist Ain't Misbehavin' aus den 20er Jahren von 1929, geschrieben von Fats Waller. Die damaligen Umstände waren ja durchaus besondere. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war eine allgemeine Aufbruchsstimmung. Die goldenen 20er sind ja weithin berühmt für ihre Ekstase. Und der Jazz und auch der Swing ist nach und nach auch rübergeschwappt von den USA nach Europa. Und da war dieser Hit Ain't Misbehavin' ein ganz wertvoller, der unter anderem auch die Karriere von Louis Armstrong wesentlich beeinflusst hat. Zeitlich eng damit verwoben ist auch das letzte Stück des heutigen Abends, das Sie dann hören, bevor noch was kurz dazwischen kommt, nämlich Blue Lou aus dem Jahre 1933, geschrieben von Edgar Sampson. Das war damals auch schon ein Jazz-Standard
als das Lied veröffentlicht wurde. Allerdings hat es noch größere Wichtigkeit erhalten, wiederum nach einer Zeit des Schreckens während des Zweiten Weltkriegs und danach einer Zeit des Aufbruchs und des Wiederaufbaus. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu, zu diesem Song. Nämlich 1948 hat Rex Stewart, ein Star-Kornettist von Duke Ellington Orchestra damals, ein besonderes Ensemble zusammengestellt und eine Aufnahmesession veranstaltet. Im Jahre 1948 mit amerikanischen und auch deutschen Musikern. Und das alles wurde aufgenommen in Ost-Berlin. Also zur damaligen Zeit, als Deutschland noch unter den Besatzungsmächten aufgeteilt war und man noch sehr darum bemüht war, um ein geeintes Europa zu kämpfen, war das durchaus etwas sehr Besonderes. Und bei dieser Aufnahmesession wurde eben dieses letzte Stück, was Sie heute hören, Blue Lou, mit aufgenommen. Und im Rahmen dieses Miteinanders, dieses schönen Zeichen des Miteinanders von damals und auch des gemeinsamen Aufbruchs, wünsche ich Ihnen dabei sehr viel Spaß. Ja, Entschuldigung, die kurze Verzögerung, die jetzt gerade eingetreten ist. Ich möchte noch mal kurz das Wort an Sie richten. Das handelt sich hier um Ensemble, das hat sich schon bewährt. Das ist schon das zweite Mal, dass hier ein Jazz-Ensemble sowohl aus Studierenden der Hochschule für Musik Würzburg als auch der Hochschule für Musik Nürnberg zusammengekommen sind. Die kennen sich zum Teil über das Landesjugend-Jazz-Orchester, zum Teil über andere Formationen, also sind sich nicht unbekannt. Und trotzdem ist es aber jedes Mal eine sehr spannende Angelegenheit, was passiert, wenn eben da ein gemischtes Ensemble in dieser Beziehung aus beiden Hochschulen zusammenkommt. Und vielleicht zu dem Stück Blue Lou möchte ich noch kurz ein bisschen was ergänzen. Das Jahr 1948 ist ja durch verschiedene politische Ereignisse eigentlich geprägt, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Teilung zwischen Ost und West, speziell natürlich die Teilung zwischen Deutschland oder innerhalb Deutschlands manifestiert wurde. Zum einen tagte der Zentralrat des Kommunistischen Partei in der DDR, der letztendlich die Grundordnung für die DDR festlegte. Zum anderen auch der Parlamentarische Rat, der dann letztendlich 1949 endgültig das Grundgesetz festlegte. Und genau in diese Zeit passiert es eben, dass eben ein amerikanischer Musiker, also ein Musiker der Siegermächte, zusammen mit deutschen und amerikanischen Musikern, sowohl aus Ostdeutschland stammend, also zu dieser Zeit noch nicht, aber Ost-Berlin stammend, diese Aufnahmesession getätigt haben und eben dieses Stück Blue Lou unter anderem aufgenommen haben. Und bemerkenswert auch dazu vielleicht noch zu erwähnen, dass das Stück auf einem Plattenlabel entstand, nämlich dem Amiga-Label der Plattenfirma der späteren DDR. Also das ist eigentlich ein Zeichen des Aufbruchs in der Zeit, in der eigentlich der Eiserne Vorhang mit der Blockade von Berlin und auch dann später dem Wiedererstarken durch die Währungsreform in Deutschland eigentlich fest zementiert wurde. Und das ist wie ein Fanal eigentlich des Zusammengehörigkeit und des Jazz. Und viel Spaß jetzt mit dem Ensemble und Blue Lou bzw. Amy's Behaving davor. Danke.
jetzt sicherlich mitbekommen haben, geht es in unserem Abend heute um Katastrophen und deren Verarbeitung in und durch Musik. Darunter fällt natürlich auch das Thema Vergessen. Während wir letzte Woche mit dem Gedenktag an den Holocaust daran erinnert wurden, dass viele Dinge nicht vergessen werden sollten, sprechen wir mit dem nächsten Beitrag diejenigen Dinge an, die man vielleicht sogar am liebsten vergessen würde. Ich persönlich könnte beispielsweise doch recht getrost auf einige Erinnerungen der Mühen und Langeweilen der letzten 2 Jahre verzichten. Das Rezept meines Bananenbrotes habe ich bereits vergessen, Gott sei Dank. Aber es blieben noch zahlreiche Erfahrungen und, seien wir ehrlich, auch einige gebinged-watchte Serien, die ich am liebsten vergessen würde. In dem folgenden Duett würde Rosalinde am liebsten vergessen, dass sie verheiratet ist, um sich ganz auf ihren Liebhaber Alfred zu konzentrieren. Wir hörten bis jetzt Werke aus der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg und nun ein Meisterwerk des Fin de siècle, die Fledermaus. Ein schwungvoller Tanz auf dem Vulkan, der mit allem Karacho im Desaster endet. Denn natürlich ist trotz des kollektiven Deliriums jedem in dieser Operette klar, dass nichts klar ist. Dass jede Konvention nur deshalb existiert, weil es Wege gibt, sie zu umgehen. Eine moralische Instanz existiert nicht und so hat sozusagen jeder eine Leiche im Keller. Dem versierten Operettenmann Johann Strauss ist mit der Fledermaus ein Werk gelungen, das hinter seiner perlenheiteren Oberfläche um dem Rausch der musikalischen Einfälle tiefenpsychologische Katastrophen verbirgt. Nicht umsonst ist das Motto der Operette: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist, der Philosophie Schopenhauers entliehen. Viel Spaß. Amen.
erfreut. Sei getrost, ich glaube schon und bin glücklich heute.